bleiben! Stehen bleiben! Weg mit der Waffe! Weg mit der Waffe! Sei vernünftig! Wirf die Waffe weg! Guten Morgen. Zigarette. Ja. Ja. Sag mal, weißt du mehr als dein alter Freund da unten? Was ist mit der Ricone passiert? Hm? Warum deckst du sie? Posso che una schlepp. Ja. Neo Pizzi, Juvo. Komm schon, Eddie. Ich schwitze, weil ich dich umhauen werde. Ach ja? Toll, ja. Weiter. Ich bring dich ich um. Aber nur, Eddie. Komm schon, Errol, du schlaffer Sack. Genau. Das war nicht mal knapp. Bleib stehen und kämpf wie ein Mann! John! Johnny! Na, komm hier schon. Drüben! Blaues Auge! Oh. Das hat er von mir! John, Arthur. Arthur, John. John ist der Cleaner bei dem Job. Cleaner? Danny, du hast nie gesagt, dass wir einen Cleaner brauchen. Wenn ich Cleaner sage, Arthur, meine ich, John macht nicht nur sauber, sondern rein. Ha. Oh. Art ist der Safeknacker. War bei den Crays dabei. John weiß, wo diese Ikonendinger sind, ne? Ja, der Direktor hat eine ganze Ladung in seinem Safe. Kunstsammler. Oberste Klasse. Schnappt euch einfach eine Ikone. Ist egal welche, der Kunde will sie eh nicht. Warum soll man sie dann klauen? Okay, Mädels, es reicht. Wie gefällt dir das, Alter? Worauf warten wir noch? Auf Sam. Ein Bekannter von Danny. Er kann die Kreditkartencodes beschaffen. Er will in den Serverraum. Ich muss ihm helfen. Wie ist er? Keine Ahnung. Wo bleibt Sam? Der ist nicht sehr zuverlässig, hä? Ey! Ist nicht nett, hinter ihrem Rücken über Leute zu reden? Wer ist das denn? Das, Jungs, ist Sam. Was verdammt nochmal ist das denn? Supergirl oder was? Hey, Schnauze! Ist eine Dame anwesend? Was für eine Dame? Das ist ein Mädchen. Hey, darfst du überhaupt schon rauchen? Darf sie schon rauchen? Ich bin alt genug, um Dinge zu tun, die du nicht mal kennst. Eddie O'Connor. Wo hast denn die her? Hat meine Mutter gefickt. Die ist eine Nummer, was, Jungs? Gut. Alle sind da? Zur Sache. Schließ, mein Junge. Verzieh dich. Komm schon, Danny. Die bleibt auch. Kleiner, ich bin doppelt so alt. Ja, klar. Schließ, Junge. Sieh nach den Uniformen. Okay, die Skobel-Gruppe ist in der Stadt. Keine Angst, ist nur ein Haufen verschissener Banker. Und wer ist dieser Kunde? Was will er mit den verfickten Kontodaten? Zerbrich dir nicht dein schönes Köpfchen. Danny, wie kommen wir rein? Nach Feierabend. Sam, John, Art, ihr geht als Reinigungsleute. Eddie, Errol, ihr kommt zur Vordertür rein. Sleeves Mutter hat die Uniform genäht. Passen wie angegossen. Kinderspiel. Trefft euch auf der Brücke. Geht nach oben ins Büro, ganz oben, ja? Ich treffe euch da, wenn es vorbei ist. Hier, Sam. Nimm das. Ey, John,
Wo ist denn der Serverraum? Ein Stockwerk nach oben, ganz hinten. Es gibt Schilder. Komm schon, O'Connor. Verdammte Scheiße! Das sehe ich selbst, du Idiot! Schnauze! Errol, mach den Schacht auf! Los doch! Ja! Scheiße! Ja! Errol, hilf mir! Fuck, Errol! Gib mir den Laptop! Gib mir den Laptop! Geh endlich da rauf! Ich kann dich nicht aufhalten! Es ist zu hoch! Und gib mir den Laptop, oh Mate! Scheiße, Errol! Geh schon! Errol, den Laptop! Ja. Den verdammten Laptop, Mann! Drei! Danny, du weißt, ich vertraue dir mehr als sonst wem. Aber der Haufen? Die sind schon in Ordnung. Versuch nicht, mir weiszumachen, dass wir es drauf hätten. Du machst dir was vor. Wir sind ein Haufen Nullen. Ein Boxer, ein Fettsack und ein verdammter Hausmeister. Für mich klingt das wie ein schlechter Witz. Und nicht zu vergessen unser Goldlöckchen. Du kannst doch kein Kind auf diesen Job loslassen. Das hier ist unser größtes Ding. Sam hat's echt drauf, Junge. Die hat schon gesessen. Wo denn? Im Jugendknast? Oh, scheiße, nochmal. Eddie, ich bin total verschuldet. Eddie! Tut mir leid. Hab's versaut, okay? Jimmer Collins hat mir Geld geliehen. Und jetzt will er diese verdammten Kreditdaten. Die Ikone ist nur Tarnung. Das wird nicht einfach, Eddie. Aber bitte, Eddie, ich hab nur dich. Bitte, Eddie. Du siehst so richtig scheiße aus. Fuck. Sei still, Ed. Wo ist der Laptop? Haben die ihn? Er ist im Turm. Was? Wo? Im Versteck. Willst du damit sagen, Errol und ich haben unsere Ärsche umsonst riskiert? Dank dir. Johnny Boy ist mit der Ikone abgehauen. Hey, was machst du? Die scheiß Uniform loswerden. Wir bringen dich besser hier raus, Mann. Die haben nichts Gutes mit dir vor. Sprichst Russisch, oder? Polnisch, ist so ähnlich. Hab Skalpell und Eier verstanden. Scheiße. Was ist los? Die haben Errol. Wir müssen jetzt hier raus. Los mir nach. Sei bitte leise! Okay, dann machen wir uns auf zu John in die Snookerhalle. Snookerhalle? Da wird er die Ikone hinbringen. Ja, und weiter? Wir wollen die Codes, mein Notebook. Danny braucht beides und ich gehe erst wieder in diese gottverdammte Bank, wenn er es sagt. Aber Eddie... Ich will nichts hören. Wir müssen eine Karre auftreiben. Pass auf, da waren ein paar schwere Jungs mit Waffen. Ich kümmere mich um sie. Auf dem Rücksitz liegt eine Knarre. Einfach los. Komm schon, ihr miesen Wichser. Hier rechts. Verdammte Scheiße, wo hast du denn fahren gelernt? Überhaupt. Ja, hab ich. Trocadero Center. Du fährst nicht nochmal. Und du kannst das besser, oder was? Ich könnte ja mit verbundenen okay, Augen besser fahren als du. Halt sofort an.
Tja, ich kann's wohl doch. Runter. Scheiße. Ob die John haben? Ey. Ey, ey, was soll der Scheiß? Ich tu dir einen Gefallen. Was? Scheiße, Mann. Du kannst das nicht machen. Das ist doch illegal, du Arsch. Ich hol mir die Ikone. Allein. Mach mich los, Eddie. Rauch von mir aus eine Zigarette. Eddie, ich hab dich gerettet.